Weiß und Rot, das ist Tom Schurich. Und außerhalb dann noch in den weißen Rennfarben, Cools Brother. Lassan Chagas in der Box, Grease kommt heran, fehlt nur noch Cools Brother. Sechs Pferde startklar, ganz außen kommt Cools Brother, die Programmnummer 4 heran. Stück für Stück rückt Cools Brother in die Box an. Das Feld unter Starter soll da. Und Boxen auf zum ersten Rennen des Tages zum Evoque Open Cup über 1850 Meter. An der Innenseite Mind Juggler mit einem guten Start und wird von René Pijelec hier gleich resolut an die Spitze geschickt. Dahinter dann Lassan Chagas an zweiter Position vor Roi du Soleil. Mit Joko Holik außen flankiert von Grease vor Fermentino und Cools Brother an letzter Position. So sind die Pferde im ersten Bogen angekommen und Mind Juggler führt. René Pijelec hat die Pilotenposition eingenommen, führt vor Lassan Chagas. Dahinter dann Roi du Soleil an dritter Position auszumachen vor Grease an vierter Stelle. Dahinter dann Joko Holik und hinten die beiden, das sind Cools Brother und Fermentino innen daneben. Die Pferde ca. 1300 Meter vom Ziel entfernt und Mind Juggler hat einen Vorteil von 3-4 Längen. Der Vorteil wird größer bis zu Lassan Chagas, dahinter dann Grease an dritter Position vor Roi du Soleil und hinten das Trio Joko Holik, Cools Brother und Fermentino. So sind die Pferde jetzt an der 1000 Meter Marke angekommen, Mitte der Gegenseite also, und Mind Juggler hat einen deutlichen Vorteil von 5-6 Längen. Mind Juggler führt, geht das hier Startziel mit der Taktik. Mind Juggler deutlich voraus, der Favorit vor Lassan Chagas, dahinter schieben sie sich dichter zusammen. Lassan Chagas vor Grease an dritter Position, dann Roi du Soleil vor Cools Brother mit Fermentino und Joko Holik an letzter Position. Die Pferde jetzt bei den Stellen angekommen im Schlussbogen, noch 500 Meter bis zum Ziel. Der Vorsprung von Mind Juggler ist kürzer geworden, zwei Längen noch vor Lassan Chagas, dahinter dann Grease. Dahinter sehen wir Roi du Soleil mit Cools Brother außen galoppieren vor Fermentino und Joko Holik. Die Pferde kommen in die Zielgerade hinein, noch 200 Meter, 250 Meter bis zum Ziel. Mind Juggler ist voraus. Innen kommt dann Roi du Soleil dahinter in Fahrt. Wer in der Bahnmitte sehen wir? Lassan Chagas, aber Mind Juggler ist vorn. Gleich nur noch 100 Meter. René Pijelec voraus auf Mind Juggler. Hier kommt der Angreifer mit Roi du Soleil. Aber Mind Juggler zieht nochmal an. Mind Juggler ist vorn. Roi du Soleil ist der Angreifer, aber er kommt nicht mehr ran. Mind Juggler, der Favorit, gewinnt vor Roi du Soleil. Dahinter wird Cools Brother dritter vor Lassan Chagas mit Fermentino vor Joko Holik. Und letzter ist Grease.
Thank you.